So, und da sind wir wieder, jetzt einen Tag nach Weihnachten, also am 27. Hat doch alles soweit geklappt und wir können genau da weitermachen, wo wir beim letzten Mal aufgehört haben, nämlich mit hier der Umgebung und ich möchte unbedingt den ersten Neta Highway fertig kriegen. Und ich habe auch überlegt, so eine, als kleine Ergänzung, was man, finde ich, machen könnte. Wäre hier so eine kleine Kaktusfarm. Das ist echt nicht riesig. Das ist irgendwie so ein 3x3 mit 4 Kakteen und 5 Hoppern. Und man kann dann vielleicht sogar noch einen Ort platzieren, wo man dann große Blumen, wenn man welche hat, die sollten vielleicht auch mal suchen. Ich glaube, wir haben gerade gar nichts, aber Sonnenblumen zum Beispiel. Dass man die halt mit Knochenmehl auch vervielfältigen kann, um daraus Farbe zu machen. Wir können ja mal gerade mal gucken, ob wir in der Umgebung so welche haben. Übrigens der Grund, warum ich jetzt noch nicht mit dem Elytra groß rumgeflogen bin, um hier die Gegend zu kartieren, wobei das beim Spawn eigentlich erforderlich ist, damit wir wissen, ob wir da in der Nähe Dörfer haben, von denen wir die Villager dann abziehen können. Ist einfach deshalb, ich würde gerne vermeiden, neue Gebiete zu erkunden, solange 1.17 noch nicht draußen ist. Ich weiß nicht, ob das realistisch ist, weil 1.17 bestimmt noch eine ganze Weile dauern wird, bis das kommt. Aber je mehr wir das schaffen, desto weniger müssen wir halt, wenn wir später die Sachen nutzen wollen, halt erkunden. Moment, stopp. Die Karte brauchen wir im Nether nicht. Was wir brauchen ist Seelen. Die Seelenerde kommt zum Schluss. Wir haben eine Shulkerbox, wir haben hier Glas drin und wir haben hier Steine drin. Das ist aber zu wenig. Was wir brauchen ist der Stonecutter. Ist der in der Ender Chest? Der ist in der Ender Chest. Sehr gut. Zum Glück haben wir jetzt unseren Steingenerator und ich habe den halt zwischen den Streams auch ein bisschen benutzt. Ist tatsächlich ganz praktisch, wenn man die Nummernblock-Tasten, also die Maustasten auf dem Nummernblock aktiviert. Dann kann man einfach gedrückt halten, lässt Minecraft auf einem Monitor laufen. Muss halt ein bisschen Auge drauf haben wegen der Spitzhacke. Aber ich finde, das hier ist ganz respektabel. Was willst du denn? Ach ja, die Piglins haben jetzt auch neue Skins. Das ist halt das Nervige an den Gängen, die sind relativ hoch, damit sie halt nahtlos in die Knotenpunkte übergehen können. Und da haben wir schon wieder kein Inventarplatz, aber ich will das Netherrack halt behalten. Das kommt, dann können wir nämlich gleich auch den Superschmelzer anschmeißen. So, die nervige Arbeit ist jetzt, die ganzen Slabs hier zu verteilen. Ich glaube, wir müssen uns mal eine Diamantsense besorgen gerade. Neverite brauchen wir nicht unbedingt, aber ich glaube, wir sollten zumindest so eine mal in der Ender Chest haben. Sonst würde das hier alles noch sehr, sehr nervig. Wow, hier wünscht man sich ja sogar wirklich Effizienz auf einer Sense. Aber hier ist echt viel an Shroomlights drin. Von denen werden wir später auch noch jede Menge brauchen für ein Projekt. Ich finde es echt cool, wie sich. Je mehr von den Netherwarzenblöcken daneben sind, desto mehr wird halt das Holz überwuchert. Das ist schon sehr cool.
Also so zu bauen ist tatsächlich ein bisschen anstrengend. So, wenn wir hier auf der Treppe sind, haben wir tatsächlich keinen Speedboost mehr, weil wir dann einen ganzen Block von der Seelenerde entfernt sind. Aber ich denke, das ist tatsächlich sogar vielleicht ganz gut. So, fast geschafft. Das zu. Genau, hier geht's runter. Und fertig. Hat ja auch nur lange genug gedauert, aber jetzt haben wir zumindest einen relativ sicheren, beziehungsweise einen sehr sicheren und schnellen Weg vom Tempel zum End. Und vor allem, ich sprinte hier jetzt gerade noch nicht mal. Das ist nur normales Gehen. Weil Sprinten ist ein bisschen kaputt. Was ich noch erstaunlicher finde, ist, dass wir relativ wenig Haltbarkeit auf unseren Schuhen verloren haben. Dafür ist, dass wir jetzt die ganze Zeit auf dem Zeug rumgerannt sind. So, ich würde behaupten, so kann man auch 1,5 Stunden zubringen, aber das reicht, glaube ich, auch für heute. Weil Weihnachten war jetzt tatsächlich doch relativ anstrengend und das gerade im Nether auch. Deswegen machen wir den Rest dann einfach beim nächsten Mal. Wir haben ja Zeit. Ich hoffe, ich sehe euch dann. Okay, und damit sind wir wieder zurück in der Hardcore-Welt. Ich habe mir überlegt, ich glaube, heute werden wir in erster Linie hier in dem Bereich um Crossroads Temple arbeiten und vielleicht auch nochmal in eine Höhle oder in eine Mine gehen. Was ich auch überlege ist, ob wir noch, nicht hier, ob wir noch ein bisschen Netherite holen. Weil, wo ist es? Ich will meine Entscheidungen in meinem Leben überdenken müssen. Und mit mehr Lapis würde ich mir dann nämlich auch die Freiheit nehmen, zwischen den Streams mal ein bisschen XP im XP-Grinder zu grinden. Und dann mal noch Looting und Respiration zu holen und Efficiency 5 wäre auch nice. Und wahrscheinlich auch Unbreaking noch für die Sense. Ich weiß nicht, ob der Sense noch irgendwie Silk Touch Sinn ergeben würde. Aber ich glaube auf der Sense, ich glaube die Sense macht ja jetzt mit dem Nether-Update, haben ja Sensen auch die Fähigkeit Blätter abzubauen. Ich glaube aber, das ist schon drin, also da brauche ich nicht noch irgendwie Silk Touch. So, hier ist gelb. Und dann hätten wir hier orange. Das müssen wir uns schon mal merken. Ich glaube, ich mache hier den Teil, mache ich auch zur Wüste. Zumindest oberflächlich. Einfach damit der direkte Umkreis um den Wüstentempel auch. Das sieht sonst komisch aus, wenn hier direkt Gras ist. Und dann kommt halt Gras nur dahin, wo auch die Tiere sind. Genau, wir haben alles, was wir brauchen. So, das geht hier leider natürlich jetzt in den Hügel über. Das heißt, die Frage ist, wo hören wir auf? Und ich glaube, die Tiergehege, so wie ich sie baue, müssen halt auch so groß sein wie jeweils zwei von den Feldern. Mein Inventar ist einfach jetzt schon fast voll. Das Ding ist, ich brauche halt auf jeden Fall schon orangene Farbe, damit ich hier vorplanen kann. So, ich muss auf jeden Fall, ich muss erst die Linie hier ziehen, sonst kann ich nicht planen, wie es aussehen soll am Ende. Das Ei hätte ich eigentlich behalten müssen. Okay, das ist eigentlich schon mal ganz gut. Ist zwar noch nicht automatisch, aber die Fläche ist groß genug, dass mit einer relativ guten Wahrscheinlichkeit auch wirklich Blumen kommen. So, der Nachteil an der Sache ist, man kriegt natürlich auch Samen, wie blöd. Also da ist es ja doch wesentlich praktischer, dann große Blumen zu haben, die man einfach nur mit Knochenmehl vollpumpen muss.
So, wie weit habe ich es jetzt auf der Seite gemacht? Bis ausschließlich zum Fenster. Also theoretisch. Eigentlich nur das Stück hier. Das, genau, das war ja das, wo ich mir nicht sicher war, wie weit ich es noch ziehen werde. Genau, und das habe ich auch, ziehe ich dann auf jeden Fall bis zum letzten Fenster. Also bis hier. So, ich lege die Farbe jetzt nochmal weg. Sollte ich vielleicht auch mal. Das mit der Kaktusfarm wird immer verlockender, das muss ich echt sagen. Warum habe ich eigentlich noch goldene Rüstung da drin? Hier habe ich auch noch eine Sense. Die kann jetzt auch in den Müll. Ganz ehrlich, wir machen einen kurzen, einen kleinen Zwischenschritt. Es ist auch eigentlich nur ein 7x7 Raum und am Ende muss halt noch eine, mache ich halt noch eine Ausbuchtung rein für die großen Blumen, wenn man später da welche duplizieren will. Ich meine, das geht nicht auf, was ich mache, oder? Ich habe jetzt hier 7x7, es muss ein 9x9 Raum sein. Weil die Mitte schon 5x5 ist. Das heißt, nochmal hier. So, einmal. Ach, dafür muss erst die Kiste stehen. So, ich bin mir jetzt gerade noch nicht mehr sicher, was ich bei dem anderen Ding gemacht habe. Ich glaube, ich habe an der oberen Reihe habe ich noch, weil dann ist der Kaktus, wenn er wächst, direkt neben einem festen Block und geht dann halt auch direkt kaputt. Und dann kann man hier am Rest eigentlich Glas reinmachen. Ich schaue gleich mal, wie weit ich mit dem Zeug komme und ansonsten muss ich noch welches in Auftrag geben. Aber theoretisch haben wir jetzt hier eine einfache Kaktusfarm. Nicht besonders effizient, aber ich meine, so häufig braucht man Kaktus nicht. Da wird sich dann eigentlich jetzt schön was im Hintergrund ansammeln. So, das hier ist halt noch ein bisschen unschön, aber da müssen wir uns halt auch noch was überlegen. Ob ich, vielleicht lasse ich das dann schrittweise hochgehen, dass man halt hier langkommt und der Tempel jetzt in einer gewissen Kuhle liegt. Ich meine, es wäre vom strategischen her nicht ganz so sinnvoll, weil dann Angreifer von einer erhöhten Position kämen. Aber gut, Crossroads-Tempel war ja auch nicht in erster Linie als, als Bollwerk konzipiert. Die Mauern könnten ja sogar glatt eine spätere Ergänzung gewesen sein. So. Genau, wir können auch mit Teppichen arbeiten, damit wir über den Sound rüberspringen können. Ich weiß nicht genau, wieso das so ist. Aber wenn man einen Teppich auf einem Zaun hat, kann man selber drüber springen, aber Tiere nicht. Ich weiß nicht, ob Tiere eine etwas andere Sprunghöhe haben als der Spieler, aber aus irgendeinem Grund ist es so. So, jetzt brauchen wir aber wieder Sandstein. So, und da wir jetzt auch nichts mehr abbauen werden, kann ich jetzt auch einmal. Also wir werden keine Erze mehr finden, denke ich. So, und alle Kühe, die jetzt immer noch
außerhalb der Sperrzone sind oder außerhalb ihres Geheges, müssen jetzt leider sterben. So, was wir uns noch überlegen müssen, ist, ob wir hier mal irgendwo vielleicht Wasser mit Shroomlights oder so. Dass wir nicht innerhalb der Gehege Monster spawnen haben. Ich meine, die Monster tun zwar den Kühen nichts, aber zwischen einem Monster sieht man wahrscheinlich einen Creeper auch vielleicht nicht unbedingt so gut. Da müsste ich eigentlich mal gucken, dass man mal ein paar Jack-O-Lanterns auftreibt. Aber ich glaube, Kürbis habe ich noch gar keine gefunden, oder? Melon Seeds? Aber ich glaube, Kürbis habe ich noch gar keine gesehen auf dieser Welt. Für die Hühner muss ich mir auch noch was überlegen. Ich hätte ja an sich... Ich weiß nicht, ob ihr noch die Hühner-Spaßwälder kennt. Ich glaube, Gronkh war einer der ersten, der es gebaut hatte. Wo man halt die Eier abfarmen konnte. Auf der anderen Seite würde ich halt auch, wäre natürlich auch praktisch, irgendwo so eine kleine Maschine zu haben, die Hühner halt zu Chicken Wings verarbeitet. Aber andererseits, ich habe Beef in rauen Mengen. So Beef und goldene Karotten sind halt dann doch, glaube ich, besser. Ich glaube, Chicken hat, glaube ich, gebraten, glaube ich, 3 Hunger. Und es sättigt, glaube ich, auch nicht so, wie Beef und goldene Karotten es tun. Also eigentlich wäre es nur unnötiges Hühnerleiden. Warum läufst du noch hier rum? Ja, du findest das gut, ne? So, jetzt müssen wir nur noch die... Genau, ich habe noch einen Stack da. Jetzt müssen wir nur noch die Schafe finden und ins Gehege bringen. Wir müssten ja mindestens 3 sein. Da ist eine wilde Kuh, aber die war schon vorher frei, glaube ich. So, ihr 3 kommt mit. Und dann kann ich auch endlich mal anfangen, die Schafe regelmäßig zu füttern. Und vielleicht auch welche mal einzufärben. Auch wenn ich tatsächlich nicht so häufig farbige Wolle brauche. Aber doch für die Banner brauche ich die gelegentlich. Mal schauen. Da müssen wir auf jeden Fall uns noch was überlegen, ob wir vielleicht eine Querstraße da reinziehen. Weil so lange, was heißt so lange, aber halt den Weg die ganze Zeit nicht wechseln zu können, wäre halt schon übel. Wenn wir jetzt hier noch mehr dranhängen. Ich meine, ein Schweinegehege könnte man theoretisch zum Beispiel auch noch machen. Und halt eins für Hühner. Aber auf der anderen Seite ist das halt auch irgendwie... überflüssig. Deswegen, eigentlich braucht man nur Schafe wegen Wolle und Kühe für Leder und für Essen. Und alles andere braucht man eigentlich nicht an Tieren, was ein bisschen schade ist. Ich meine, klar, Hühner geben auch Federn, aber die braucht man eigentlich nur für, ja gut, Bücher, die man selber schreiben will und halt für Pfeile. Und Pfeile kriegt man wesentlich besser durch Skelette. Aber ich glaube, wir haben heute ganz schön was geschafft. So viel sogar, dass ich jetzt dieses Mal den obligatorischen Blick vom Tempel aus einfach mal in die Richtung richte, denn jetzt ist es doch hier mal was zu sehen. Und da haben wir doch einiges geschafft, weil ich glaube, das war mit eines der letzten Sachen, die ich nur provisorisch eingerichtet habe. Und die Kaktusfarm da unten. Wir können auch mal gerade gucken, wie viel die jetzt in der Zeit produziert hat. Die gibt es ja jetzt, glaube ich, erst eine halbe Stunde. Aber funktioniert sie? Ja, funktioniert. Ist zwar nicht super effizient, aber das muss hier auch gar nicht sein. Alles klar, dann danke ich euch fürs dabei sein, beziehungsweise fürs Zuschauen, je nachdem, ob ihr auf Twitch oder auf YouTube seid. Und wir sehen uns dann am nächsten Sonntag wieder. Und mit dieser neuen Aussicht begrüße ich euch wieder in Minecraft Hardcore. Wir waren letztes Mal relativ fleißig und... das werden wir unter Umständen fortsetzen, aber wahrscheinlich nicht auf die ganz gleiche Weise. Und zwar habe ich ein paar Sachen vor, ein paar Kleinigkeiten vor allem. Und zwar, ich möchte einmal eine Netherite Home machen. Wir müssten noch genug Ancient Debris dafür übrig haben. Ich meine, es ist überflüssig, aber ich will es machen. Ich möchte den Enderman Grinder erweitern um einen eigenen Verzaubertisch, weil...
Ich habe zwischen den Streams ein bisschen versucht, die neuen Enchantments zu kriegen, die uns noch fehlen. Das Problem ist... Also ich habe jetzt hier ein paar Sachen mehr. Das Problem ist, ich muss die ganze Zeit hin und her laufen. Und ich kann halt auch nicht ewig XP da farmen, weil mit jedem Level, das man dazu kriegt, braucht man natürlich noch mehr, um aufs nächste zu kommen. Aber man hat nicht mehr davon. Und deswegen habe ich jetzt... Ich habe jetzt hier ein paar Sachen. Zum Beispiel Unbreaking 3 für den Schild. Efficiency 4 habe ich ein paar Mal. Und Smite 4, genau. Das kann ich dann nämlich auf die ganzen, nämlich unsere Sachen noch ein bisschen upgraden. Ich habe auch festgestellt, die Strafe, die man zahlt, wenn man Items upgraden will, wenn jemand schon ein paar Mal upgradet hat, wird zurückgesetzt anscheinend, wenn man auf Neverite upgradet. Das heißt, das kostet gar nicht so viel. Also wenn ich jetzt hier Smite drauf mache und dann Smite 5 habe, kostet mich das nur 8 Level. Auch hier mit Efficiency 5. Kostet nicht nur 8 Level. So, dann hier wollte ich Efficiency drauf haben. Ich sollte vielleicht mal zwischendurch den Namen ändern. So, und bei der Schaufel war es mir eigentlich auch wichtig. So, bei der Axt kann es erstmal so bleiben, wie es ist. Und der Schild kann dann noch eben... So, dann ist der nämlich auch wesentlich stabiler. Ich habe auch überlegt, ob ich das Ding komplett rausnehme, aber eigentlich finde ich es nicht schlimm, dass das Ding da bleibt. Aber dieses Hin- und Herlaufen ist halt echt schlimm. Und dann könnte ich halt mich wirklich mal zwischendurch dran setzen und versuchen, die Enchantments zu kriegen. Was ich auch versuchen möchte, ist, einen Kleriker zu bekommen. Ich meine, wir haben ja, glaube ich, zwei Villager sogar, die keinen Job haben im Moment. Aber dabei möchte ich dann bei der Gelegenheit auch dieses Haus da loswerden. Weil das einfach vorne und hinten nicht aufgeht, was ich damit gemacht habe. Ich weiß nicht, ob ich nicht sogar das Haus hier verschieben muss. Eigentlich möchte ich es so lassen. So, ist zwar irgendwie unnötig und ich meine, es hat jetzt wieder die Vanilla-Textur, aber... Ich meine, so ein Kleriker würde ich ja eigentlich... Das Ding ist, von der Arbeitsstelle her würde ich ihn halt in irgendwas religiös Angehauchtem zuordnen, aber ich will jetzt nicht auch hier eine Kirche hinsetzen, weil das ist dann wieder zu christlich für meinen Geschmack. Und jetzt verkauft er auch Lapis. Und jetzt verkauft er uns auch Glowstone, das heißt, das Zeug ist jetzt auch erneuerbar für uns. So, dann einmal nach hier. Genau das hier wollte ich auch noch bei der Gelegenheit absichern, weil mir das echt nicht gefällt, wie unsicher das ist. Das schützt jetzt auch nicht davor, dass hier irgendwas drauf spawnt, aber das muss es auch nicht. So, und theoretisch dann einmal so. Machen wir hier was hin. So, hier. Na gut, ich habe jetzt nichts, was ich verzaubern könnte. Aber das müsste funktionieren. Und dann kann ich nämlich zwischen den Streams hier relativ komfortabel noch versuchen, die restlichen Enchantments zu kriegen. So, und hier. Empty Map, sehr gut. Was habe ich noch an Flugausrüstung? Ein paar zusätzliche soll ich schon mal direkt mitnehmen. Ohne dabei Löcher in mein Haus zu schlagen. Okay, da ist der Fall. Unser erster Flug mit dem Elytra in dieser Welt. Also gut, ich glaube im End sind wir ein Stück geflogen, aber in der Oberwelt haben wir den Elytra noch nicht benutzt bis jetzt. Oh, ein Korallenriff. Dass man das nicht auf der Karte erkennen kann. Korallenriff.
201. So. Vielleicht markiere ich das dann auch später noch. Da. Diamanten, Herz der See, TNT. Okay, das heißt, wir müssen Platz schaffen. So, jetzt haben wir zumindest schon mal eine Karte der unmittelbaren Umgebung. Und dann können wir mal gerade mal gucken, wo sich der Spawn genau in Relation dazu befindet. Ja. Und hier. Und dann machen wir den Rest gerade in Raketen. Okay, also wenn die rechte Karte 0-0 ist, dann müsste die andere minus 1-1 sein. Ich vergesse immer, ob man. Eigentlich nimmt man doch erst die x-Koordinate, das wäre dann minus 1. Oh, was haben wir denn hier? Ein Ozeanmonument. Wow, Hilfe. Natürlich haben wir jetzt nichts dabei, um es zu markieren. Und hier geht es schon mit Eis los. Wirklich eine Schneelandschaft. Also ich würde suche halt auch eine. Ich hätte gerne eine Schneeküste irgendwo für eins meiner späteren WoW-Vorhaben. Aber das höchste der Gefühle im Moment ist leider halt ein Berg mit Schnee drauf. Und noch ein Ozeanmonument. So, dann benennen wir aber vorher auch kurz die Karten um. Genau, das hier ist die Spawn-Karte. Das heißt, die ist 0. 0. So, hier bleibt die nicht, aber theoretisch hier. Das sieht aus, als könnte es passen, genau. Ja, hier ist da hier und dann geht's runter. Und dann hier an der Ecke ist der Spawn. Hier. So, und dann nehmen wir das raus. Und haben den Marker. Okay, ich würde sagen, wir haben heute einiges erreicht. Wir haben auf jeden Fall zwei Karten voll gemacht und auch direkt mal die wichtigen Orte markiert. Okay, das Spawn, den markieren wir, glaube ich, erst, wenn da auch wirklich was steht. Aber wir haben einen Korallenriff gefunden. Und zwei Ozeanmonumente, die wir vielleicht auch zeitnah. Lass mich mal gerade schauen. Ja. Wir haben wesentlich mehr, als wir brauchen. Dann können wir nämlich gerade noch die Conduit craften und in die Ender Chest legen. Ich glaube, dann können wir beim nächsten Mal nämlich direkt eins oder beide Monumente raiden. Ob das uns jetzt schon so viel bringt, ist halt die andere Frage. Man könnte natürlich eine Farm draus machen. Aber auf jeden Fall danke ich fürs Zuschauen. Und wir sehen uns dann beim nächsten Mal wieder.